die Realität des irdischen, des weltlichen Lebens. Und eines der Ahadith, die das präzise auf den Punkt bringen, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith von Al-Qama über Abdullah. Er sagte, ich betrat eine Räumlichkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und kana na'iman 'ala hasir. Und er hat auf einer Matte geschlafen. Ihr kennt vielleicht diese geflochtenen Matten, die, ich weiß nicht, aus welchem Material sie hergestellt wurden. Heute werden sie aus, genauso Stroh und so ähnliches. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darauf gelegen habt und geschlafen habt. Oder diese Betten, vielleicht kennt ihr das. Es gibt so Betten, die sind, da ist so ein Gestell aus Holz. Und das ist wie so ein großes geflochtenes Gewebe. Darauf schläft man. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das wird im indischen Subkontinent noch heute verwendet. Die Leute schlafen darauf. Das ist also nach unseren Maßstäben extrem ungemütlich. Er hat darauf geschlafen und als er aufstand, er sagt, وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِي. Und man hat auf seiner Seite, er hat auf der Seite geschlafen, es hat Abdrücke hinterlassen. Und da sagte er, ja Rasulullah, أَفَلَا نَتَّخِذُ لَكَ وِطَاءً. Sollen wir dir kein Polster anschaffen? Sollen wir dir kein Polster anschaffen? Und dann sagte er, Mali walidunya, was habe ich mit der Dunya gemein? Innama mathali kamathali rakibin, istadalla tahta shajara, thumma raha, wa taraka. Mein Gleichnis ist nur wie das eines Durchreisenden, ein Durchreisender, der kurz unter einem Schatten hält, sich ausruht und dann aufsteht und fortgeht. Dieser Hadith impliziert eigentlich die Realität dieser Dunya oder ein gewisses Bewusstsein, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte in Bezug auf sein Verhältnis, seine Beziehung zu dieser Dunya. Und zwar, er spricht hier von einem Durchreisenden. Ein Durchreisender reist auf einem Weg, auf einem Pfad. Und dieser Pfad oder dieser Weg, das soll in diesem Hadith, das soll diese Welt hier sein oder das Leben auf dieser Welt. Man ist wie ein Durchreisender. Man kommt, man hat ein Ziel, versucht dieses Ziel auf die kürzeste, schnellste und effizienteste Art und Weise zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, die schnellste und effizienteste Art und Weise bedeutet nicht, ich erwähne das, weil als ein Muslim wissen wir, was ich meine, oder die meisten werden wissen, was ich damit meine. Nur es gibt manchmal Leute, ich habe mal eine Khutba gemacht über die Wertlosigkeit des diesseitigen Lebens. Die Wertlosigkeit des diesseitigen Lebens. Und da hat einer, ich glaube, das ist so ein, es war so ein Islamkritiker, und der nimmt gelegentlich ein paar Videos von mir und gibt ihnen dramatisierende Überschriften und postet sie dann. Ich habe mal diese so eine Khutba gemacht über die Wertlosigkeit der Dunya, und der hat auch das Video genommen, hat ihm eine dramatische Überschrift gegeben und das dann ins Internet gestellt. Was wollte er damit suggerieren? Hier, er sagt, die Dunya ist wertlos, also so schnell wie möglich in die Luft springen. Den schnellsten Weg zum Tod suchen. Das meinen wir aber nicht mit sowas, wenn wir über derartiges reden, ist nicht damit gemeint. Damit ist gemeint, dass man die Dunya für das ausnutzt, für was sie geschaffen worden ist, und versucht, auf kürzeste Zeit, kürzeste Wege, größte Effizienz zu bewirken. Und das ist hiermit gemeint. Und der Prophet sagte, er sagte, die besten Gläubigen sind jene, man tala umuruhu wa hasuna amalu. Die vorzüglichsten, vortrefflichsten, die Vorreiter im Iman sind jene, die ein langes Leben haben und
oder der, wer ein langes Leben hat und fromme Handlungen beschert bekommen hat. Das heißt, derartige Aussagen sollen nicht bezwecken, dass man, wie gesagt, schnellste Route sucht, um das Leben zu beenden. Das Leben ist ein Bazar, wie ein Bazar, in dem man versucht, den bestmöglichsten Handel zu betreiben. Auf jeden Fall, der Prophet ﷺ sagt uns hier, die Welt ist, also er sieht sich wie einen Durchreisenden, also die Welt ist eine Route. Aber das Problem an dieser Route ist wie folgt. Ist es sinnvoll oder effizient, wenn ich auf dieser Route, auf dieser Straße, auf diesem Weg stehen bleibe und mal hier anfange, hier was mit dem Weg zu machen, hier stehen bleibe und ihn begutachte und bewundere und an dieser Laterne bleibe ich stehen und schaue sie mir aus allen Seiten an und dann kommt hier ein Blümchen, da bleibe ich auch stehen und vielleicht gehe ich nochmal zurück, da war ein schöner Ort, den habe ich verpasst. Das ist nicht effizient. Und deswegen, natürlich passiert es in den Straßen und Wegen, die wir heute hier, diese physischen Wege, die wir haben, da macht das wohl keiner. Aber dieser immaterielle, dieser abstrakte Weg, diese Lebensroute, diese Straße des Lebens, die auch einen Anfang und ein Ende hat, das Problem an dieser Route ist folgendes. Allah Ta'ala sagt, إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ. Dieser immaterielle, nicht fassbare Weg hat einen Unterschied zu den physischen, materiellen Wegen und Straßen. Allah Ta'ala sagt, wir haben alles, was auf ihr ist, alles, was auf ihr ist, auf dieser Erde, haben wir zum Schmuck und zur Zierde gemacht, um euch zu prüfen. Was macht denn Schmuck und Zierde? Wenn du vorbeiläufst an etwas herrlich Schönem, du siehst wunderschöne Sachen, was wirst du machen? Du wirst stehen bleiben, es begutachten. Du wirst vielleicht Wege suchen, dir selbst das anzueignen irgendwie. Das heißt, du bist von auf der Route immer wieder abgelenkt. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dass du nur ein Durchreisender bist, dieses Bewusstsein wieder, wir reden hier wieder vom Bewusstsein, dieses Bewusstsein wird dich abhalten, dich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, um dein Ziel, wie gesagt, effizient, kurz und mit dem größten Gewinn und Erfolg zu erreichen.